Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enshrouded. Wir sind zurück. Wir sind bei uns im Feuer gelandet. Oh, das sind auch viele. Olle Walfe. Wir stehen vor der Krypta der Jägerin. In der letzten Folge haben wir alles mitgenommen, was man eben in diesem Spiel mitnehmen kann. Wir sind momentan mit Inventar noch relativ leer. Ich wollte voll sagen. Leer, tatsächlich. Allerdings sind uns Waffen etwas kaputt. Wir gehen jetzt aber erstmal die Bäuerin holen in dieser Folge. Danach möchte ich allerdings nach Hause, denn wir haben ja zufälligerweise die Mutter gefunden und haben diese sehr, 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 sehr schnell besiegt. Pfeile haben wir 133 Schrottpfeile dabei, das sollte erstmal eine Weile reichen. Wir wissen jetzt auch, wo wir sehr gut Schrott farmen können. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Moment. Muss es nicht Haken geben oder sowas, wo ich da... Oder Treppen, Treppen. Treppen sind natürlich auch was Feines. Treppen sind auch gut. Der Herr probiert es erstmal wieder mit Springen. So, hier haben wir ein Feuer, wo wir wieder geboren werden können, wenn wir draufgehen sollen. Ich sehe aber nicht, dass wir draufgehen. Oh, wir haben bei Level Up 400 XP haben wir gerade dazu gewonnen. Bin mal gespannt. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Jump'n'Run-mäßig hier enden. Wahrscheinlich auch wieder mit einer geheimen Kiste oder sowas. Bestimmt, bestimmt. Problem ist, dass meine Items ein bisschen runter sind. Aber wir können uns einfach hin und her teleportieren. Wieso ist... was ist das? Ab und zu sind es halt einfach nur Grafikfehler, die da sind. Wir laufen gerade schon wieder übrigens völlig falsch, aber gut. Nicht effizient. Ja, 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 ja. So, das, genau, das hier soll es kommen. Mal. Der Rest ist mir bewusst. Oh, mit einem Hit. Salz, Schutt und Wasser haben wir bekommen. Ja, wunderbar. Auch mittlerweile im Moment wüsste ich tatsächlich nicht. Außer wir finden neues Material. Lehm zum Beispiel. Bräuchten wir noch. Das. Das ist hier auch. Was ist das? Au. Feuer heiß. Noch mehr Feuer. Ist das gewollt hier? Ah, das ist Lichteinfall. Soll es geben in dem Spiel. Okay, ich glaube, das ist einfach nur, wenn wir runterfallen. Hier, oder? Obwohl, nee, da ist eine Tür. Guck mal hier. Eine geheime Geheimtür zu einer... Oh, direkt goldene Truhe. Sehr schön. Ein Ring. Alchemistenring. 8 Mana, Ausdauer, Lebenspunkte. Den ähnlich haben wir von der Mutter bekommen übrigens. Das war's schon. Da ist noch Gitter. Ich habe Fragen. Wie kommt man jetzt hier sinnvoll wieder zurück? Gar nicht, oder wie? Gar nicht. Na gut, wir brennen, aber ganz ehrlich, das macht nicht so viel Schaden. Da ist dieses, Miasma, dieses rote Miasma um einige schlimmer. Hätten sie das dann gepackt, dann wären wir schon tot, wahrscheinlich. So nicht. So, Standort oben. Ja, ja, wir arbeiten dran. Wir müssen ja hier, alles erkunden und alles mitnehmen und so weiter und so fort. Ich meine, wir können ja nicht so einfach gehen. Dann funktionieren die Freunde. Ihr werdet mich hier nicht los. Ich möchte Secrets finden. Und eins haben wir bereits gefunden, aber hier kommt nichts raus. Ah. Na toll. Okay, hätte ich mal nach oben. Ich habe nach oben geguckt, aber ich habe falsch nach oben geguckt, so wie es aussieht. Okay, da können wir auch hin. Das ist jetzt nicht. Boah, das Problem. Okay, Gleiter. Wir haben keine Ausdauer mehr. Okay, da hinten kommen wir auch hin. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Ausdauer. Wobei, wir müssten, ich glaube, noch einen kompletten Balken haben. Nee, haben wir nicht, aber das hat gereicht. Okay, wir haben keine Ausdauer mehr. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier drin sind meistens keine Gegner, eher Fallen. Ich könnte nicht mehr allzu viel von den Dingern leider zerstören. Wasser schon wieder. Ja, okay. Eigentlich jetzt nicht das Problem und ich sehe es so aus, wie wenn man sie abschalten könnte. 159. Okay, nicht das Problem. 159 Schaden. Ist das eine. Das ist eine Geheimtür. Eine silberne Truhe. 20 Lebenspunkte. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Okay, wir sollten auf jeden Fall. Wir nehmen mal ein Tränkchen. Ja, die fliegen schief, leider. Gut, aber mit dem Sprung geht's. Es ist ein Schalter. Ich drücke ihn einfach mal. Krypta der Bäuer. Ja, das weiß ich. Was jetzt... Hä? Moment. Was ist das? Und warum... Warum... Hä, was? Du musst doch irgendeinen Sinn haben, dass hier eine Lücke ist, oder? Eine Lücke ohne Sinn?
würde ich sagen. Architektonisch fragwürdig. Okay, wir können ja darüber springen. Mein Ausdauer haben wir ja genug. Okay, wir werden wieder belebt. Die Frage ist, was wir für einen Schalter betätigt haben. Aber irgendeinen Sinn muss auch das gegeben haben. Wasser, Miasma-Trank, was? Ich weiß jetzt extra nochmal zurückzugehen. Mittlerweile der Metallschrott, ja, und wir haben eine bessere Quelle für Metallschrottanteil tatsächlich gefunden. Größer wie als gedacht, das ganze Teil hier. Kein Haken. Kein Haken. Was ist denn da los? Okay, da sollten wir auf jeden Fall nicht runter. Ja, natürlich, Haken. Jetzt weiß ich auch, wieso da ein Wiederbelebungsschrein ist. Okay. Ah doch, hier waren wir. Ja, okay. Ich hätte loslassen... Okay, das müsste ich fast üben. Ich hätte loslassen müssen. Dann den nächsten Haken nehmen. Also von Haken zu... Okay, das ist... holla. Okay, das könnte zum Problem werden tatsächlich. Wir hauen uns einmal rein. Das hier, das gibt nämlich wirklich einen guten Ausdauerboost wieder. So, diesmal haben wir genug Ausdauer. Hier können wir einfach springen, gleiten, hinfallen. Boah. Ach, der Schalter hat die Dinger abgeschalten. Macht irgendwo Sinn. Sinn wäre auch noch ein Secret hier zu verstecken. Also ein weiteres. Aber... wir sehen Löcher in der Wand, aber nichts dahinter. Gut, die Dinger hier, aber... okay, jetzt wissen wir zumindest, was der Schalter getrieben hat. Ein bisschen Ausdauerproblem. Okay. Ja, das werden wir... ich glaube, wir werden das noch ein paar Mal machen müssen. Ich glaube, mir wird nichts anderes übrig bleiben. Die Frage ist... gut, mit Taste E. Ich glaube, mit Leertaste kann ich ja springen. Kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Jo! Bisschen Übung. Nur ein bisschen. Reicht schon. So, der Vorteil ist, dass wenn wir hier drei... okay, Metallblätter, aber selbst das ist nicht wert. Hier noch ein weiterer Schalter. Die Frage wäre, wenn ich hier einfach munter Schalter vor mich hindrücke, ob wir irgendwie mal auch was verschlechtern. Blau, es könnte passieren. Okay, da wären weitere von den Dingern hier. Das ist auch nichts. Ich vermisse irgendwie. Wir müssen da hoch. Was für ein. Was haben wir gerade bedient? Das ist die Frage. Noch weiteres Zeug zum Zertrümmern. Noch viel mehr Zeug zum Zertrümmern. Rein interessenhalber. Achso, mal. Macht gar keinen Sinn, okay. Ist das rein Deko-Element? Vielleicht interpretiere ich mittlerweile auf zu viele Geheimgänge einfach rein. Ich weiß es nicht. Okay, das ist praktisch das oben. Eins höher würde theoretisch noch gehen. Irgendwie ist das Ding hier voll riesig. Das sah kleiner aus. Okay, dahin will ich auf jeden Fall lang. Ah, das ist das, wo wir gerade runtergefallen sind. Oder wo wir gerade unten standen. Keinerlei Secret. Nichts ging auf. Nichts hat sich getan. Standort unten. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber das liegt, glaube ich, daran, weil wir es markiert haben, das Ganze. Ah. Na gut, eine normale Holzkiste. Ah, besser wie nichts. Cool ist, dass wir halt nach wie vor in der Welt sind und ganz normal hier rauskommen. Das ist kein instanzierter Bereich beispielsweise, wo wir jetzt sind, sondern wir können ja ganz normal durch die Gegend laufen. Ihr hört es übrigens an meiner Nase, meine Erkennung ist ein kleines bisschen schlimmer geworden. Da kommen wir nicht rein. Deswegen heute immer noch mal ohne Cam, bald wieder mit. Ja, das ist mir bekannt, dass es die Krypta der Bauerin ist, der Bäuerin ist. Ja, Bauer werden wir auch noch treffen.
Ah. Die nächsten fallen. Ja, okay. Okay, was? 32? Okay, da hätte ich durchlaufen können. 32 Schaden, das ist ja lächerlich. Ich bin zu früh abgesprungen. Ich hätte hier gleich rübergehen müssen. Ja, jetzt funktioniert. Aber jetzt sind sie eh aus. Hier wieder eine normale Kiste. Der Nebel ist ein bisschen störend. Heilungsstrom. Besser wär's. Besser wär's. Auch sonst ist sie echt wenig. Okay, jetzt sind wir da oben. Ah, guck mal. Das ist ein Grafikfehler, oder? Wir haben alle drei... Ach, das... Nee, hä? Warte mal. Hätten wir da gleich hinlaufen können? Wir haben alle drei aktiviert, das heißt... Wir sind hier oben fertig, oder? Aber eine Kiste würde ja noch hier sein, oder? Ich meine, das... Ja, genau. Das machst du ja nicht umsonst, diese ganze Parcours hier. Aber wir haben die drei Schalter aktivieren müssen, weil wir die Tür aufgehen, die ich nicht gesehen habe, lustigerweise. Plus eins Mana-Regeneration. Cool. Bedeutet... Ja gut, mit Ausdauer können wir da jetzt runterspringen. Zieht ihr mal ein... Haben wir kein Wasser? Doch. Ein Wässerchen bitte rein. Das macht nämlich unsere maximale Ausdauer erhöht. Ja, das ist immer richtig. Ach, direkt vom Eingang. Ich bin nur, weil ich nicht den Eingang hochgelaufen bin, oder? Ja, genau, weil ich nach links und rechts abgebogen bin direkt. Deswegen hat das gar nicht gesehen. War Grafikfehler? Kein einziger Gegner? Natürlich kommen wir erst da hoch. Das ist bestimmt auch noch ein Secret, oder? Meistens ja... Wir haben schon hinter den Dingern gehabt. Aber wie sie sehen... Sehen sie nichts. Weil du da rüberkommen müsstest, oder? Ah, da ist ein Haken. Da ist so ein Haken an der Sache. Achso, ich habe keine Ausdauer. Okay, dann noch erst die Bäuerin. Und darüber müssen wir noch. Krypta der Farmerin. Ich habe gedacht, Bäuerin. Popcorn. Geil. Dann haben die... Harz. Ah. Neuer Ort kartiert. Und wir haben die... Das kann ich nicht aufheben. Interessant. Wir haben die... Bäuerin. Einwandfrei. Können wir nur irgendwas... Da ist noch Harz, oder? Buschsetzling. Yes, Saatbeete. Wir können Dinge anbauen. Wie geil. Und Harz. Harz ist auch super. Oh, wir können endlich Dinge anbauen. Und Büsche. Büsche. Beschwöre die Bäuerin. Ab. Ah, hier. Silber, okay. Ich hätte auch eine goldene genommen. So ist nicht. Ich hätte auch noch ein legendäres Item genommen. Ich meine, wir haben ja erst ein paar davon. Okay, die haben wir fertig. Ach, guck mal, das haben wir noch nicht mal... Stimmt, wir waren hier gar nicht. Das war hier außen rum, müssten wir da nochmal. Also hier müssen wir sowieso nochmal hin. Abgesehen davon, dass hier natürlich die Karte hauptsächlich auch weitergeht erstmal. Aber wir reisen jetzt noch nach Hause. Und werden uns einmal die Bäuerin jetzt holen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir von ihr Neues bekommen. Wir bräuchten so langsam mal Lehm. Was fehlt uns noch? Seide hat uns gerade noch gefehlt. Und so weiter und so fort. Warte mal, ich muss sogar den Beschwörungsstab einstecken. Die Bäuerin. Hallöle. Wo parkt man dich so lange? Hier drin, oder? Kriegt natürlich einen eigenen Bauernhof. Ist selbst. Ist klar, oder? Ist klar. Die Welt öffnet sich. Du tust es, Flammenblut. Du heilst die Hochweiden. Aber unsere Welt ist riesig. Glaub mir, ich habe sie schon oft bereist. Richte deine Augenmerke auf die Warte im Düsterdickicht. Das wird unsere Welt weiter öffnen. Wir sind alle bereit. Bei dir. Was? Drei? Was? Mehr nicht? Popcorn. Maiskolben und Honig. Und, okay. Plus 7 Ausdauerregeneration. Süß. Na, immerhin. 5 Minuten. Saatbeet. Farmboden. Ah, hier, Farmboden. Ressource, Erde und Knochenmehl. Okay. Na, her damit. Saatbeet. Sorgt dafür, dass Setzlinge in einer sicheren Umgebung keimen können. Mobiliar. Bisschen wenig, ehrlich gesagt. Gut, bei ihr können wir, das können wir aber bei jedem aufrüsten.
uns verbessern. Rucksack, ja. Aber wir haben ein Saatbeet gebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da anbauen können. Und wie das Ganze funktioniert überhaupt. Sollte wahrscheinlich in der Sonne stehen, nehme ich mal an. Also wäre sinnvoll, denke ich. Packen wir hier eins hin. Pausiert. Okay, funktioniert ähnlich. Cool, mit der kleinen Schaufel drin. Buschsetzling. Acht. Oh, okay. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. So. Ausgewählt Buschsetzling. Pflanzenfasern bauen wir hierfür. Roter Pilz. Knochenmehl und roter Pilz. Damit können wir 5 rote Pilze züchten. Tomatensetzling. Geil. Bärenbuschsetzling. Auch schön. Maissetzling. Oh, wir können Maisfelder bauen. Geil. Diese Aurelionblume. Laubbaumsetzling. Tannenbaum. Cool. Farmboden, Äste, Wasser. Achso, das muss aber hier rein. Also wir brauchen auf jeden Fall Farmboden, Äste, Wasser. Wasser. Oh, Wasser ist aber dann... Wobei, wir haben den Brunnen neben, ums Eck hier bei uns. Wir werden wahrscheinlich auch dann irgendwann einen Brunnen bauen können, hoffe ich doch, oder? Wär irgendwo sinnig, zumindest. Wir brauchen Äste. Noch mehr Äste. Und wir können schon mal Knochenmehl herstellen lassen hier. Ah, okay, wir haben 30. Machen wir mal die 50 Knochen noch. Ich glaube, wir werden einiges hier brauchen. Okay, Baumsetzling, Pflanzenfasern möchte er noch haben. Er möchte, das können wir noch reinschmeißen, das können wir reinschmeißen. Ich würde tatsächlich gerne erstmal Bäume pflanzen wollen. Und Büsche, Büsche würde mich, Buschsetzling interessieren mich allerdings auch. Pflanzenfasern, aber... Schade ist, dass wir die Menge nicht auswählen können, sondern nur darüber bestimmen können, wie viel Farmboden oder wie viel Wasser. Gut, wir haben jetzt nur 3 Stück. Dauert 3 Minuten. Machen wir mal Tanne. 3 Minuten für ein Tannensetzling. Das heißt, ich kann den dann... Oh cool, das wächst jetzt sogar. Oh, wie geil. Weil es produziert. Cool. Ich würde gerne Bäume nämlich selber anbauen und pflanzen. Dann können wir nämlich unsere Base so gestalten, wie wir möchten. Das ist eigentlich ganz cool. Hey! Ach, du Schreiner gerettet. Schreiner haben wir gerettet. Noch ein freundliches Gesicht. Eine hervorragende Ergänzung für unsere Gemeinschaft. Ja, danke. Schutz der Flamme. Mörser. Der Eiche. Ah ja, warte mal. Wir wollten noch den Kopfhein noch einstecken, oder? Von der Tante. Ja, hier. So, ganz kurz, ganz wichtig. Stärke der Flamme. Wachs, Salz, Funken, Miasmaholz. Wachs, Salz, Funken, Miasmaholz. Ich glaube, wir haben zu wenig Wachs. Salz. Ne, das ist Honig. Das ist Honig. Wo haben wir Wachs? Okay, 37. Salz. Miasmaholz. 18. Okay, da daran müsste eher scheitern wahrscheinlich. Wie schaut's aus? Funken, 4 Funken brauchen wir. Davon haben wir, glaube ich, genug. Den Rest haben wir auch alles zusammen. Funken hatte ich irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich sie gepackt. Hier sind 6. Einwandfrei. Bin immer gespannt, auch ob sich unser Altar irgendwie mal verändert, wenn wir jetzt die Flamme stärken. Aber ich glaube ja. So, wir haben dann eine Altarkapazität von 6. Charakterattribute plus 2. Miasma-Passierstufe 3. Und Zeit im Miasma 7. Würde das jetzt gar nichts getan. Ist die Flamme größer geworden? Ja. Oder? Nee. Doch, die Flamme ist, glaube ich, größer geworden. Altar aufwerten mit 10. Ach, guck mal, können wir auch mal tatsächlich machen. 160 Baugebiete. Holla die Waldfee. Wir können uns noch sehr ausdehnen, anscheinend. Miasma-Seelen. Fehlen uns jetzt welche. Aber die können wir theoretisch auch herstellen. Ich glaube, die Flamme ist größer geworden. Okay, du hast jetzt keine Aufgaben mehr für mich. Der hat was für mich. Von ihm haben wir haben ja bereits ganz viele andere Aufträge auch bekommen. Da kam jetzt auch... Verbesserter Greifhaken. Greifhaken. Den Kleider können wir noch nicht bauen, aber den können wir bauen. Erfordert weniger Ausdauer, kann auf größere Entfernung aktiviert werden. 30 Ausdauerkosten. Ja, das sollten wir machen. Warte mal, dazu müssen wir bei uns rein. Charakter. Das Ding hier... ablegen mit Leertaste.
und herstellen. Herzlichen Dank. Und damit haben wir den verbesserten Greifhaken. Einwandfrei. Den haben wir neu dazu bekommen. Brennofen, dafür fehlt uns... Wir müssen mal gucken, wo wir halt Lehm herbekommen. Aber wir werden es finden, denke ich mal. Für den Kleider brauchen wir Leinen und Miasmasack. Haben wir auch noch nicht bekommen. Aber wir haben ja im Miasma relativ wenig Zeit bis jetzt auch verbracht. Für die Geheimtüren, unter anderem hier würde mir das nicht. Aber hier, veredler Steinblock. Weil ich glaube, das können wir beim Brennofen wahrscheinlich herstellen. Aber dafür bräuchte man Lehm. Ist ein bisschen das Problem im Moment. Und wir haben noch ganz viele Quests offen. Handspindel. Wir wollen alle irgendwelches Zeug von mir haben. Ah. Plündere Mutter Trophäe. Aber dafür bräuchte man einen weiteren Kopf. Aber ich glaube, die wird jetzt... Wir haben ihn hier auch schon gefunden im Miasma. Das heißt, wir werden die auch öfters mal sehen. Aber hier Holzbretter haben wir halt auch noch nicht. Also funktioniert nicht, weil wir keine Holzbretter haben. Schade. Schade, schade, schade. Ah, hier übrigens mal bei Nacht. Ich glaube, ich habe es noch nicht bei Nacht gezeigt. Das sieht ganz cool aus. Es fehlt noch, Beleuchtung fehlt noch, kommt noch ein bisschen was dazu. Ich bin überlegen, ob wir eben diese Fackeln nehmen oder diese Glühwürmchenlampen nehmen anstelle der Fackeln. Nachts fällt es jetzt nicht so auf, aber tagsüber ist tatsächlich schon sehr viel Rauch um die Fackeln herum. So, was mich allerdings wirklich brennend interessiert, ist das hier. Ah, wir kriegen 5 Setzlinge direkt daraus, krass. Jetzt ist die Frage... Ach komm, wir testen es mal. Wir setzen mal hier direkt einen rein. Der wird doch wachsen, oder? Ist ja nur ein Setzling. Also der sollte wahrscheinlich... Da wird wahrscheinlich ein Baum draus werden irgendwann. Wir testen das mal an der Stelle hier. Wir übertragen mal unser Zeug, was wir haben. Aber der müsste wachsen. Ich würde ihn übrigens wieder rausreißen. Aber wenn das funktioniert, würde ich vielleicht in Seiten Bäume pflanzen wollen. Wir müssen uns das Ganze mal angucken, wie das Ganze genau funktioniert. Aber der Setzling steht zumindest schon mal. Und daran können wir es dann festmachen, wie wir weiter fortgehen können. Wieso? Ich muss meine Kisten auch sortieren, wie ihr seht. Ich habe alles zugemüllt im Moment. Mit irgendwelchem Zeug. Massenweise Ringe. Haben die ein Level? Nein, leider nicht. Aber ich glaube, auch die sind unterschiedlich stark. 10 Lebenspunkte. Hier haben wir 20 Lebenspunkte und Gesundheitsregulation beispielsweise auch drauf. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir da irgendwie was Sinnvolles haben. Wieso ist der hier? Wieso ist der gelb? Älteste. 8 Ausdauer, 10 Lebenspunkte. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Da haben wir noch einen Ring. Voller Walfi. Also, wir müssen aussortieren. Wir müssen ein Lager bauen. Ich würde sagen, das nächste, was wir machen, ist tatsächlich der Lagerbau hier. Natürlich Welterkunden. Wir haben massenweise Quests offen. Aber, sorry dafür, dass das mal eine sehr, sehr kurze Folge wird. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich schon ein bisschen auskurierter, vielleicht ein bisschen besser bei Stimme. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Enshrouded. Und dann, ja, wie gesagt, Lagerbau. Und danach geht's in die große, weite Welt, vor allem nach hier hinten. Ich glaube, Düsterdickicht warte, das würde sich lohnen. Tschüss.